Wir begrüßen euch zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlich willkommen und wir wünschen allen, die heute zuschauen, Gottes mächtigen Segen, sein Eingreifen und seine Hilfe. Ich habe heute ein Fotoapparat mitgebracht und möchte euch gleich zeigen, was das für eine Ermutigung ist. Lass uns deine Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, worauf richtest du deinen Fokus? Ich habe hier eine Kamera und dieser Fokus dieser Kamera kann ich überall hin ausrichten. Ich kann nach oben ausrichten und kann ihn scharf stellen oder auch weniger scharf stellen. Ich kann ihn nach unten ausrichten und finde Kakerlaken und alles Mögliche. Ich kann ihn auf dich ausrichten oder auf jeden anderen Menschen. Ich kann den Fokus selber wählen. Und in deiner Situation, auf was hast du deinen Fokus? Auf deine Kinder, die dir Probleme machen, auf die derzeitige Situation, auf deine fehlende Arbeitsstelle, auf irgendwelche Dinge, die dir Sorgen machen und du hast vielleicht das ganz scharf eingestellt, dass du, ich nenne jetzt mal Kakerlake oder was auch immer, also das dein Problem und du siehst jedes Detail und machst dir Sorgen, auch schau mal und schau mal. Ich sag dir, den besten Fokus ist, wenn du ihn nach oben hältst, nach oben schaust, denn von Gott kommt genau das, was du brauchst. Und wenn du dann den Fokus richtig scharf einstellst, dann siehst du, wow, ist das für eine Schönheit, ist das für eine Größe, ist das für eine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die brauchst du vor Augen, damit du hier auf der Erde richtig Kraft hast. Und dieser Fokus, das ist zum Beispiel, wenn du die Bibel aufschlägst, und anfängst von den Verheißungen zu lesen. Wenn du betest und Gott kann zu deinem Herzen reden, und du sagst, in meiner größten Not, ich fühle mich so wohl, richte deinen Fokus auf Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns die freie Wahl gegeben hast, unseren Fokus auf dich auszurichten und auch auf andere Sachen. Aber lass uns wirklich den Fokus auf dich ausrichten und dass wir klar sehen, dass wir deine Größe sehen, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Ich danke dir dafür, für jeden Einzelnen, der heute seinen Fokus von den Problemen weg zu dir hinwendet. Danke, Herr. Amen. Und ich möchte heute für Menschen beten, die verzweifelt sind und die eine neue Perspektive brauchen. Und das ist genau das, was Daniel gerade gesagt hat, dass man einfach den Fokus verändert. Und Jesus, ich danke dir, dass du jeden Verzweifelten heute siehst, jeder, der eine Perspektive braucht, jeder, der seinen Fokus wieder zurechtrücken muss. Danke. Danke, Jesus, dass du in jedem Einzelnen die Weisheit gibst dafür, dass du jedem begegnest und zu seinem Herzen redest, dass er wieder seinen Blick auf dich richtet und nicht irgendwo anders hin. Danke, Jesus, dass du jede Verzweiflung begegnest und dass du Perspektive schenkst. Danke, dass die Menschen erkennen, dass du unsere Hilfe bist und unsere Kraft bist, Jesus, und dass du deine Kinder nicht verlässt, dass du für jeden sorgst, der sich an dich wendet, dass du für jeden da bist, der sich an dich wendet. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du dich jedem Einzelnen offenbarst. Danke. Amen. Ein Gebetsanliegen hat uns erreicht per E-Mail. Wegen Geschäftsschließung, wegen Corona, habe ich kein Einkommen. Bitte um Gebet für das Entgegenkommen meiner Vermieterin betreffend der Geschäftsmiete und auch ihres Vermieters bezüglich Senkung oder Erlass. Ich bin alleinstehend und habe hohe Rechnungen, bin total verzweifelt. Jesus, und du siehst auch diese Frau, die verzweifelt ist.
Danke, Jesus, dass auch gerade sie ihren Fokus auf dich richtet und dass sie wirklich erfahren darf, dass du eingreifst, dass du in dieser Mietangelegenheit der Herr bist, dass du eingreifst und eine Lösung hast. Und ich danke dir, Jesus, für das, was du tust, auch in ihrem Leben. Und ich danke dir, dass sie nicht alleine ist, sondern dass du mit ihr bist. Und auch all die anderen, die Mietprobleme haben, egal in welcher Hinsicht, dass du eine Lösung hast, dass du da bist, dass du Hilfe bist und dass du der Fokus bist. Ja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Und zwischendurch darfst du uns auch deine Anliegen schicken oder anrufen. Die Infos sind eingeblendet. Auf Facebook schreibt uns jemand: Hallo, ich habe ein Gebetsanliegen und zwar für meine Schwester. Sie leidet unter Epilepsie und nimmt Medikamente, dass sie gesund wird, und bitte, dass auch die Tabletten reduziert werden oder komplett wegfallen. Sie hat viel Haare verloren wegen diesen Tabletten. Danke. Jesus, und ich danke dir auch, dass wir diese Person jetzt zu dir bringen dürfen, die Epilepsie hat. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst, in solchen schweren Krankheiten, wo Menschen haben. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, der auch mächtiger ist, Macht hast über diese Krankheiten. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom immer noch fließt und dass die Menschen es erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist und ein Gott, der real ist. Danke, Jesus, dass du diese Person berührst und auch die Haare wieder nachwachsen, dass die Tabletten vollständig unnütz sind, weggelassen werden können. Und dass die Haare wieder nachwachsen. Und jede andere Person, die eine schwere Krankheit hat oder auch Epilepsie, danke, Jesus, dass du sie berührst. Amen. Ein weiteres Anliegen hat uns erreicht. Lieber Daniel und liebe Isolde, danke, dass ich euch mein Anliegen so weitergeben kann. Mir wurde am 14.02. ein neues Knie einoperiert, links. Und das rechte Knie und sowie der Rücken wurden sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Schmerzen waren oft unerträglich. Habe die Reha beendet, werde aber weiter behandelt. Mir fehlte manchmal die Kraft zum Beten. Bitte beten Sie auch für mich. Es tut so gut, mit Ihnen verbunden zu sein. Ja, Herr, danke, dass du der Herr bist, wo es ganz wichtig ist, dass wir mit dir verbunden sind. Und wir wollen uns auch verbinden im Gebet mit jedem, der jetzt mitbetet. Und danke, Herr, Herr, dass es wirklich gut tut, wenn wir zu dir kommen mit allem, was uns bedrückt, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Herr, stärke jetzt auch diese Person, auch im ganzen Leib, auch mit dem Knie und mit den ganzen Dingen. Herr, dass wieder alles richtig gut wird und dass Wunderbares geschieht. Ich danke dir dafür. Und Herr, aber auch, wir brauchen alle deinen tiefen Frieden. Und das tut so gut, wenn wir miteinander beten und du uns diesen tiefen Frieden in unser Leben hineinschenkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen sind auch berührt worden, auch in unserer letzten Gebetsnacht zum Beispiel. Und da hat mich ganz besonders berührt, dass jemand während wir das Abendmahl gefeiert haben, einfach berührt wurde, dass die Schmerzen weg waren und viele Menschen wurden berührt. Und das ist so wunderbar, dass wir das auch weitersagen dürfen und dass Menschen das erfahren, was für einen großartigen Gott wir haben. Und da schreibt jemand: Ich hatte zur letzten Gebetsnacht ein Gebetsanliegen zu euch nach Karlsruhe geschickt. Im Oktober 2017 wurde mein ältester Sohn, Vater von zwei Kindern, böse verleumdet. Erst im April 2019 kam es zu einer Gerichtsverhandlung, bei der auch ich als Zeugin ausgesagt habe. Nach drei endlosen Verhandlungstagen kam es am 3. Mai 2019 zu einem Urteil. Mein Sohn wurde freigesprochen, weil er unschuldig ist.
Sogar die Staatsanwaltschaft hatte Freispruch beantragt. Wir haben in der ganzen Zeit sehr gebetet und auch die Person, die meinen Sohn verleumdet hat, täglich gesegnet. Ich hatte von unserem Herrn die Zusage, dass alles gut ausgeht. Trotzdem war ich manche Nacht schlaflos, weil ich mir das alles nicht erklären konnte. Ich kann an dieser Stelle nur unserem Gott voller Dankbarkeit die Ehre geben. Ja, und egal was es ist, in was für einer Not du steckst, Jesus hat eine Lösung für dich. Und du kannst dich jederzeit an ihn wenden. Und ein anderes Gebetserhörung wurde uns mitgeteilt. Liebes Team vom Missionswerk Karlsruhe, folgende Gebetserhörung haben wir erhalten. Meine Schwester hat einen passenden Ehepartner gefunden und geheiratet. Mein Neffe hat trotz ADHS den Hauptschulabschluss bestanden und ist von dem Medikament Ritalin losgekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch und an euer Gebetsteam für eure Gebete. Und auch für Ehepartner ist Jesus zuständig. Auch da dürfen wir uns an ihn wenden. Und ein drittes Zeugnis noch. Vor längerer Zeit haben wir euch um Gebet für unsere Tochter gebeten. Sie und ihr Mann haben sich sehnsüchtig ein Baby gewünscht, aber bis dahin leider ohne Erfolg. Nun dürfen wir euch voller Freude mitteilen, dass Gott die Gebete erhört hat. Vor 2 Wochen wurde ihre Hannah geboren. Sie ist gesund und wir alle sind sehr dankbar und glücklich. Wir danken Gott und euch für alle die Gebete. Seit eurer letzten Gebetsnacht geht es auch mir gesundheitlich besser. Wie wunderbar. Es ist auch schön, wenn wir solche Dinge vorlesen können. Und danke, dass ihr uns diese Erhörungen schreibt und schreibt auch weiter auf WhatsApp, damit wir weiterhin Gebetserhörungen weiter sagen können. Und das ist sowas von wertvoll. Heute der Tipp des Tages. Ich hatte den Fotoapparat in der Hand. Wir haben über Fokus gesprochen. Schreibe dir mal alles auf was du deinen Fokus richtest. Tu nicht nach Gut und Böse zunächst sortieren, sondern schreib einfach auf die Not vom Mann und was auch immer, dein Haustier, das dich irgendwo, das vielleicht krank ist und da den Fokus, dort den Fokus, dass du vielleicht nicht einkaufen kannst, wie du gerade möchtest, wo du überall deinen Fokus drauf setzt. Und wenn du das hast, die Liste, hast vielleicht 10, hast vielleicht 20, 30 Dinge drauf stehen, worauf du am Tag deinen Fokus drauf richtest. Und dann nimm mal einen dicken Stift und streiche mal alles durch, worauf du deinen Fokus nicht richten solltest, weil es nicht auf Gott gerichtet ist, weil es nicht auf seine Hilfe gerichtet ist. Und du wirst sehen, wenn du deinen Fokus ausrichtest, dann ist alles andere trotzdem um dich herum. Aber mit deinem Fokus auf Jesus bekommst du die Kraft. Und das möchte ich, dass du heute das mal praktizierst. Ja, du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Unser Gebetsteam ist am Telefon noch bis 13 Uhr für dich da. Ja, wir sind ja auf YouTube hier auch von Hoffnung um 12 und auch auf andere Kanäle wie Facebook und auch Livestream. Aber wenn du auf YouTube schaust, abonniere diesen Kanal. Da gibt es ja oben rechts diese Klingel und drücke diese, dann bekommst du immer Nachricht, wenn wir ein neues YouTube raufstellen, eine neue Sendung raufstellen, dann bist du immer informiert. Ja, und wir hoffen, dass du von dieser Sendung gesegnet wurdest und dass du morgen wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.